Wie habe ich Sandia kennengelernt? Ja, ich kenne sie schon seit der Kindheit, weil unsere beiden Familien schon ewig befreundet sind. Und hat sich aber dann so ein bisschen auseinandergelebt und Sandia 8 Jahre nicht mehr gesehen. Und als wir uns dann wieder gesehen haben, hat es direkt gefunkt. War gleich was zwischen uns, wollte es aber erstmal locker angehen. Hat dann, doch nicht ganz so locker geklappt, wie wir es uns vorgestellt hatten, weil wir hatten beide eine lange Beziehung, haben gesagt, erstmal ein bisschen Solo-Leben genießen und lassen es mal undefiniert, was wir hier haben. Ja, das hat, glaube ich, 1 Monat angehalten und dann haben wir es nicht mehr ausgehalten. Na ja, komm, was soll's, wir sind jetzt zusammen. Weil wir uns so sehr mochten und gemerkt haben, dass einfach so zueinander passen und echt die gleichen Interessen haben. Und Sandia ist ja Flugbegleiterin und da haben wir uns gesagt, okay, jetzt reisen wir erstmal die nächsten 2 Jahre schick viel. Das war schon unser Vorhaben. Dann haben wir schon gleich nach einem halben Jahr, habe ich dann erfahren, ja, Sandia ist schwanger. Dann erstmal gedacht, oh Gott, jetzt können wir nicht mehr reisen, nichts mehr machen. Totaler Schock erstmal und dann überlegt, oh Gott, machen wir das mit dem Kind? Aber das war dann eigentlich schon direkt klar. Also, dass wir dazu dann auch stehen. Ja, und dann haben wir erstmal sehr viel Spaß noch gehabt, in Deutschland viel gemacht und ein paar kleine Reisen. Wir haben auch gedacht, kurz, ich glaube im 6. oder 7. Monat sind wir dann nach Ägypten, haben gesagt, ja, das ist nochmal der letzte Urlaub vor der Geburt. Und dann schauen wir mal, ob wir überhaupt noch reisen können und wie viel. Wir haben uns auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und viel gelesen und dadurch inspiriert. Hat es einfach in mir gebrannt, kam auf einmal aus dem Nichts der Gedanke auf, hey, egal, wir machen trotzdem einfach eine Weltreise mit Kind. Hat dann zu Sandia gemeint, hey, wie sieht's denn aus, lass hier alles verkaufen, alles aufgeben. Ich wollte einfach nichts mehr besitzen in Deutschland. Hatte einfach Bock, die Welt zu sehen, zu erleben, andere Kulturen kennenzulernen und wollte ich natürlich gerne mit Sandia zusammen machen und unserem Kleinen. Und ich wusste eigentlich auch, dass es natürlich nur geht, wenn wir da zusammen da Bock drauf haben. Ja, und dann hat sie, oh Gott, ja, ich weiß nicht, wie stellt sie das vor? Und dann hat sie erstmal nichts weiter dazu gesagt und dann ruft sie mich 5 Tage später auf der Arbeit an und sagt, hey, wir fahren. Und ich so, geil, okay, lass das Abenteuer starten. Und wir schon seit 50 Tagen oder unterwegs, also fast 2 Monate. Und es macht einfach richtig Spaß. Und es sind viele neue Eindrücke, viele Herausforderungen. Wir merken, dass wir jetzt ein bisschen viel gereist sind, dass wir ein bisschen das Tempo verringern wollen und halten jetzt einen Monat in Bali auf, wollen da auch mehr zu uns selber kommen und werden da ein bisschen mehr Sport, Yoga und Meditation machen und solche Sachen weiterentwickeln. Wollen uns sehr gesund ernähren und ist jetzt hier im Durchreisen in Asien ziemlich schwierig. Sagt in Bali, da gibt es so viel Früchte, frisches Obst und da haben wir eine Unterkunft. Das heißt, da können wir selber kochen und selber unser Frühstück machen. Wollen wir jetzt das Projekt starten, 1 Monat vegan. Schauen wir mal, wie das klappt. Das ist jetzt auch wieder ein Versuch einfach nur. Und wir machen uns da gar keinen Druck. Wir wollen uns einfach nur weiterentwickeln, Sachen ausprobieren und genauso probieren wir das jetzt aus und so möchten wir das auch weiterhin auf der Weltreise machen. Einfach immer wieder verschiedene Sachen ausprobieren, gucken, wie tut es unserer Seele, unserem Körper gut und ja, wir werden noch richtig viel Spaß haben, hoffe ich, glaube ich, und ich bin richtig überzeugt davon und begeistert. Sandia schwanger war, sind wir schon gereist, also ich glaube nach 3 Monaten, wo wir uns kannten, sind wir für 4 Wochen nach Thailand gereist und haben da schon mit unserer Reiseleidenschaft angefangen. Auch schon sehr viel Spaß gemacht, sind durch Thailand gereist und haben auch viel erlebt. Und dann waren wir mal kurz in Stockholm für ein paar Tage, wir waren in Italien für 1 Woche. Ja, alles vor Liam bzw. während der Schwangerschaft und in Ägypten waren wir noch. Geheiratet habe, beziehungsweise auch ihr den Antrag gemacht habe. Und es war eigentlich gar nicht geplant, weil ich habe immer gesagt, ich muss nicht heiraten, ich brauche das alles nicht. Ich weiß auch noch nicht mit dem Kind und so weiter. Ja, das hat sich dann mit dem Kind, klar, hat sich dann spontan, wurde mir die Entscheidung abgenommen und die bräuchte ich auch nicht. Also ich bin jetzt echt froh. Auch durch unser Kind lernen wir so viel und es ist echt spannend und gibt uns einfach immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen und durch die man einfach lernt. Ja. Und sich selber weiterentwickeln kann. Und das Kind ist ja auch in einer gewissen Weise ein Spiegel von einem selber. Und wenn man das so sieht, dann kann man auch viel daran lernen. Und es macht auch richtig Spaß. Also
wenn Mia morgens aufwacht und lächelt, einfach der Hammer. Wie kam es dann zu dem Antrag, nachdem ich gesagt habe, nö, ich will nicht heiraten, ich brauche nicht heiraten? Denkt man im ersten Moment, ja, klar, die haben ein Kind bekommen, deswegen haben sie geheiratet. Aber nein, im Gegenteil. Ich habe noch zu ihr gesagt, also wegen Kind jetzt sehe ich auch nicht als Heiratsgrund und so weiter, weil Sani hat schon mal erwähnt, dass sie interessant mal heiraten möchte irgendwann und vielleicht auch ein Haus und so weiter. Zu ihr gesagt, nö, also ich bin da, braucht das nicht, ich bin da völlig offen. Und hat sie auch gesagt, ja, kein Problem, dann ist es so. Auch, was wir auch gemacht haben, jeder für sich einen Urlaub, finde ich auch gut. Sollte auch jeder immer mal wieder die Zeit für sich haben und seine, ja, seinen eigenen Interessen nachgehen, aber auf der anderen Seite auch einfach mal für sich eine Auszeit nehmen, weil in der Beziehung ist man immer, ja, tauscht man immer Energien aus und tut immer mit dem anderen irgendwie unterwegs sein oder die Gedanken hat man auch, kann man auch jetzt nicht komplett abschaffen. Die Gefühle vom anderen nimmt man auch auf und deswegen finde ich es sehr gut, wenn man auch dann mal alleine was macht, um komplett in sich zu gehen und für sich einfach mal zu sein. Das muss auch sein und werden wir auch irgendwie, denke ich mal, auf der Weltreise mal machen und hinkriegen. Ja, und so war es da auch, wo die Idee mit dem Antrag kam. Wir waren ja 14 Tage in Spanien. Ich war 10 Tage Skifahren und ja, dann hatte ich so 4 Tage für mich gehabt und mir kam aber dann schon relativ früh, ich glaube, als ich 1-2 Tage schon alleine war, hatte auch jetzt nichts mit Freunden gemacht oder mich abgelenkt. Ist einfach so in mir der Gedanke hochgekommen, hey, wir passen so gut zusammen und warum eigentlich heiraten? Das ist eigentlich doch auch eine schöne Sache irgendwie, so eine Hochzeitszeremonie und ja, die Frau seines Lebens, wenn man denkt, man hat die Frau seines Lebens, die zu heiraten, hatte ich dann, ist bei mir der Gedanke dann doch hochgekommen, dass das eigentlich ein schönes Gefühl ist und eine schöne Sache und ja, und dann hat es in mir gebrannt und dann habe ich direkt, als ich diesen Gedanken hatte, ein Plakat fertig gemacht, wo drauf stand, Sandia, willst du meine Frau werden? Dann habe ich noch einen riesen Blumenstrauß geholt, keine Ahnung, 80 Rosen, ich weiß nicht, wie viele da drin waren. Wo machst du den Antrag? Dann habe ich mir gedacht, hey, am Flughafen, wie kommt der sofort im ersten Moment gleich überraschen? Ja, so habe ich das dann gemacht. Ich bin am Flughafen, habe da. Da war so eine Information und da konnte man das dann ganz gut aufhängen. Habe ich gefragt, ob das in Ordnung ist und die fanden das ganz toll. Die haben gesagt, oh, das erste Mal, seitdem die hier arbeitet, dass jemand sowas macht. Und ja, dann kamen auch schon die ganzen Leute und haben gefragt, was denn hier los ist und so und dass es cool ist und dass es ja eigentlich Film ist. Dann schon ein bisschen nervös, ist ja auch nicht so normal, das zu machen und dann noch die Leute ansprechen und Sandian kam da nicht, der Flug hat sich verspätet und hey, wann kommt sie denn endlich? Und dann kam natürlich auch mal der Gedanke hoch, ja was, vielleicht sagst du dann doch nein, warum hast du das dann gemacht? Ist vielleicht doof oder so? Und dann ist es aber auch wieder weggegangen, der Gedanke. Und dann habe ich mich eigentlich nur gefreut und gewartet. Ja, und als sie dann rauskam, ist er erstmal stehen geblieben, ist gar nicht gekommen und ich dachte mir, was ist denn los? Und dann kam sie aber doch ein Stück näher und war ganz sprachlos und ich so, hey, sag was. Und dann hat sie zum Glück ja gesagt. War auf jeden Fall ein schöner Moment. Und dann mussten wir in kürzester Zeit, weil wir ja dann auch bald die Geburt anstand, heiraten. Das haben wir dann auch mit Freunden und Familie irgendwie noch zusammen zustande bekommen und haben das dafür, fand ich, richtig schön hingekriegt und ich fand uns auch, das war ja sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, so kam das. Ich bin immer noch froh und glücklich darüber. Ich liebe meine Frau immer noch über alles.